nicht, ob es auch irgendeinen Explosionsskill gibt oder so. Oh nein, nicht der. Der hat mich das letzte Mal voll schnell gekillt. Kein Problem. Sehr gut. Lagerraumbedienung gratis dabei. Ist hier der Lagerraum? Oh, extra Lootkiste. Oh. Cerul, kannst du mal... Kommst du mal gute Sachen dabei, lootet sie mir alles weg. Inbrunst. Ein Langschwert, das so heiß erglüht wie der Atem eines Drachen. Sein Feuerzauber wird niemals versagen. Damn. Ist das eine Zweihandwaffe, oder... Oh, ich glaube, ich habe meine nächste Waffe gefunden. Schade, dass man nicht den Schaden so direkt angucken kann. Oh. Ach, das habe ich schon das letzte Mal gefragt. Das hatte ich nämlich nicht ganz verstanden. Da steht ja Magie. Heißt das jetzt nur, wenn ich magische Zaubersprüche caste, sind die stärker? Oder dass dieses Schwert Stärke-Schaden macht, also normalen Schaden, und Magieschaden pro Hieb. Das heißt im Prinzip, dann müsste es aber auch heißen, dass dieses Schwert auch 850 normalen Schaden macht und 150 Magieschaden. Was irgendwie auch komisch wäre, weil dann müsste es auch heißen, dass ich auch 500 Stärkeschaden und 200 Magieschaden mache. Oder wie ist dieser Magiewert zu verstehen? Weil wenn das Schwert brennt, also Magieschaden verursacht, dann gehe ich mal davon aus, dass es den Magieschaden immer verursacht. Bei jedem Schlag halt. Das habe ich noch nicht so ganz begriffen. Wenn eine Waffe meinen Magiewert erhöht, die kein Stab ist oder so, sondern Dolche, Schwerter und so weiter, ob da irgendwas... Da stand doch direkt ein Fass davor. Stimmt! Oh Gott, ich bin blöd. Ich habe jetzt die ganze Zeit nach irgendwelchen Ausrüstungsteilen oder Bomben überlegt und ich habe nicht daran gedacht, dass Fässer auch explodieren können. Lass es mich hier kurz testen. Hast du natürlich recht. Jo. Oh, man. So, warte. Gab es jetzt aber nicht noch irgendeine andere blöckige Tür? Keine Ahnung, Stone. Okay. Hm. Muss ich mal gucken. War hier noch irgendwo anders so eine? Bestimmt. So eine einsturzgefährdete Wand? Oder? Ich meine, so eine schon vorher gesehen zu haben. Hm. Kann mich nicht mehr erinnern. Ist egal. Ich will den Endboss töten gehen. Okay. Oh Gott. Dieser ständige Ausdauerverlust. Das Gewicht einfach vor beiden Charakteren. Push it to the limit. Ja, am Anfang war noch so eine Wand. Jetzt muss ich eigentlich, Nee, ich muss jetzt hingehen. Weil wenn die Quest hier beendet sein wird und ich hier nichts mehr machen muss, dann benutze ich einfach den Reisestein am Ende und ich bin draußen. Könnte aber auch sein, dass ich hier die Quest abgeben muss. Dann gehe ich nochmal umsonst den Weg zurück. Habe ich mich doch richtig erinnert, dass es hier irgendwo noch irgendwann irgendetwas gab. So, aber vielleicht gibt es die ja dann nochmal. Ich esse jetzt einfach die Pilze. Ach, hier sind noch mehr.
Sprengfässer, okay. What's this? What's this? Wer weiß? What is this indeed? War das hier nur ein alternativer Pfad oder gab's hier... Nee, das war nur ein extra Lootraum. Wo ist das Ding? Kann mich erinnern, dass ich ganz am Anfang hier das gesehen hatte. Oh, ist es da? Ja, ich glaube, hier ist es. Hier ist auch so ein Sackgassenzeichen auf der Karte. Genau, hier war das. Mhm. Und die nächsten explosiven Fässer sind da oben. Alles klar. Na komm. Ganz oben. Ah ja. Kann ich auch rennen? Nö. Ich hab's, Leute. Jetzt bitte mich nicht rammen. Ich bin hochexplosiv. So, und? Wie sieht's aus? So viel Mühe gegeben und alles, was ich dafür bekam, war ein Pack Gegner. Hier ist sogar noch ein komplett anderer Gang nach unten. Pray for the end. Pray for the end. The end is nigh. Oh, fuck. Los, Party! I suppose that merits my gratitude. May God bless you for your kindness. Oh Gott, haben die mir jetzt so viel Zeug ins Inventar gegeben, obwohl ich nichts mehr tragen konnte? It was far too close for my liking. Here, take this. Let it be of use to you, sir. Was hast du mir jetzt gegeben? What's this? Weiß nicht, brauche ich diese Insignien für irgendwelche Waffen-Updates? Hebt am besten alles auf. Ihr seid euch nicht sicher, ob wir etwas brauchen? Hebt es auf. So, was gibt's hier? Silberne Brustplatte. Kann das bitte irgendjemand einsammeln? Sammelt's ein. Sammelt's ein. Los. Einsammeln. Einsammeln. Bitte. Bitte. Jemand einsammeln. Bitte. Okay. Dann halt nicht. Nochmal durchsortieren. Ich hab... Die silberne Figur wiegt auch relativ viel. Gebe ich dir das hier. Gebe ich dem hier. Die silberne Brustplatte nehme ich mit. Ausrüstung. 5 runter, 4 hoch, 1% hoch. Und 10 von irgendeiner Resistenz verliere ich auch. Okay, pass auf. Dann gibt das... Das ist Kleidung, oder? Das ist Kleidung, ja. Ich glaube nicht, dass er irgendwie noch... Nee. Und Cerul wird das auf jeden Fall auch nicht brauchen. Dann gibt es mal dem hier, einfach damit er etwas zum Tragen hat. Weil Cerul ist auf dem anderen Account schon Level 80 oder so? Pff, viel zu hoch mit dieser, in dieser Welt. Scheint so, als... Ob die Magiewaffen mit Magieschaden und Stärkeschaden auch beides machen. Es gibt nämlich auch viele Waffen ohne extra Magieschaden drauf. Hm, ja. Ich habe mich halt aus dem Grund gefragt, weil... Zum Beispiel bei mir auch Magieschaden steht, auch mit dem Charakter hier. Obwohl ich ja nie irgendwie Magie gepusht habe oder was auch immer. Ah, ich dachte, okay.
Also hier gibt es gar keinen Weg. Weil das erste Mal, als mich hier der eine Typ abgegriffen hat, hat er gesagt so, ey, kommt hier lang, dann könnt ihr vielen Kämpfen aus dem Weg gehen. Und jetzt wollte ich halt gucken, ob ich nochmal bei dem Hauptgang auch entlang gehen kann, einfach damit ich mehr Erfahrungspunkte kriegen kann. Indem ich noch mehr Viecher abschlachte. Aber da war nichts mehr. Muss ich hier lang oder den anderen Gang? Nee, das ist richtig. Hier war der Cerberus. Der Cerberus nicht, so heißt mein Begleiter. Chimäre. Die Dolche haben auch Magieschaden drauf, da der Zauberbogenschütze die auch tragen kann. Ah. Das heißt, wenn ich die abrüste... Nee. Selbst wenn ich alles ausgezogen habe, gut, Bogen ist egal, das ist sekundär. Ach stimmt, ach, guck mal, Magieschaden geht überhaupt nicht nach oben, der ist immer gleich. Und Raikos hat gesagt, Zauberbogenschütze, die auch dran kann. Das heißt, ich habe schon so einen grundlegenden Magieschaden, aber warum? Weil ich den Zauberbogenschützen am Anfang 2-3 Level gelevelt habe? Macht das was aus? I don't know. Weird. Weird, weird. Egal. Und der Typ hat mir die Türen geöffnet, damit ich nicht hier bei diesen Gängen den Hauptweg entlang gehen muss. Habe ich auch gesehen. Okay. Dann wollen wir mal zum Bosskampf. Mal sehen, ob der mehr kann als das andere. Du brauchst den Brieföffner von Vlad. Du hast Grundmagie, achte es auch noch. Aus Oblivion, damit würdest du hier alles one-hitten, meinst du? Warte, der Typ lebt wieder? Habe ich den nicht gekillt? Der mit dem einen Auge? Du fängst nicht bei Null an. Ach so, ich habe nicht drauf geachtet, deswegen. Indeed, the coming night ill needs us, its faithful harbingers. Just as you, your hubris, cannot hope to stop the divine beast that marked you. Before its might, you stand as useless and frail as this ungainly contrivance of brick and mortar. Nonetheless, the trice you might delay the dragon's coming is blasphemy. Just genau diesen Dolch hatte ich schon von ihm. Habe ich ihn doch mal erledigt. Er ist wieder aufgestanden. I had brought my flock to see these walls reduced to dust. But first they shall peel the flesh from your bones, my dear Arisen. Fazit, lass dich nicht treffen von diesem Dolch. Okay, er hat ihn eh fallen lassen. Jetzt ist es meiner. Oh, Jumpscare. Oh nein. Oh, ihr seid aber schick. Oh Gott, fliegende Geister, das ist nicht mein Fall. Okay, Vollgas! Oh, ich habe keine Pilze mehr. Doch, 4 Stück Polarpilze. Kann ich die auch benutzen? Ein bisschen. Das hat weniger gebracht als erwartet. Steh auf! Hilfe, ich liege noch!
Okay, pass auf. Habe ich noch... Ich habe noch wahrscheinlich noch Elan, oder? Noch zweimal. Okay, ja, dann gib es her. Komm. Gib dem einfach mit dem Elan. Imba-Trank. Nice. Nummer 1. Alle 5 Pfeile. Warte, ich muss aufpassen, dass ich nicht in eine Klippe runterlaufe, weil ich nicht drauf achte. Okay, ich habe keinen Elan mehr. Oh doch, ich habe noch, ich habe noch. Nein, ich wollte ihn eigentlich mit meinen Dolchen erwischen. Ach so, jetzt ich habe keine Ausdauer mehr. Shit. Ey, Bombastik. Du hast doch noch die Pilze. Genau. Gib mal an mich ungefähr so 10 Stück. Das sollte erstmal reichen. Zu schmerzhaft. Mach den platt einfach hier. So. Brauch keine Armbrüste oder sonst. Oh. Nicht die Fackel rausholen. Ich hab mein. Okay. Ich hab meine Hotkeys nämlich umgeändert, deswegen, das war. Ich hatte vorher immer auf der 3 die Fackel, jetzt hab ich auf die 3 die Pilze gemacht. Nee, nimm das! I fear I have misjudged the extent of your skill, dear Risen. I see it was folly to worry of walls and armies while you still live. However, it seems my regret will be short-lived. Oh oh. I wanna dance with somebody. Oh. Jetzt wird er bestimmt einfach gefressen. Das wäre so typisch. Gut, die wollen ja sterben eigentlich. Der Klassiker. Irgendwelche Fanatiker beschwören irgendwas Großes, das Große frisst sie einfach. So wie immer. The rantings of an upjump zealot make for tedious listening. His ilk serves no role in what is to come. Only my death will staunch the flood of destruction. Zum ersten Mal redet er mit uns verständlich. Oh, Flucht! Oh nein, ich bin überladen, ich kann nicht lange rennen!
Da fliegt er oben davon. Oh, wieder mit einem Drachengeschmiedeten sprechen. Okay. Wo bin ich jetzt rausgekommen? Kurz Karte. Ah, auf dem Haupthof. Okay. Gut, sehr cool, sehr cooler Kampf, auch wenn ich irgendwie ihn ein bisschen schneller und härter gefistet habe als erwartet. Diese Geister. Ups! Kann passieren, kann passieren. So. Töte 30 Echsen. Nein. Zum ersten Mal hat der Drache in einem gut verständlichen Deutsch geredet. Yes, es ist Maria und ich mache mir schon die ganze Zeit ja Sorgen, dass ich den nicht verstehe. Seine Drachensprache. So, kein Problem, wir haben alles verstanden. So, möchtet ihr mir noch irgendetwas sagen oder so? Dafür, dass wir hier alles zerstört haben? Dafür, dass wir hier alles natürlich vom Untergang bewahrt haben, so. Sieht nicht danach aus, okay. Dann, oh, warte. Nee, hier habe ich eine. Wir sind. Nee, wir sind nicht bei der Schattenfeste. Wir sind im Norden vor der Feste. Warte. Ich habe jetzt zwei Zielsteine. Ich habe den einen Zielstein abgebaut. Und ich wollte den hier oben neu platzieren. Lass mich das kurz untersuchen. Genau, den Zielstein habe ich da weggenommen. Und den Zielstein müsstest du haben. Genau, du hast zwei. Dann gib einen an sie. Und du kannst gleich mal hier dein Revier markieren. Psst. Okay. Gut. Braucht ihr Heilung? Ja, ein bisschen. Okay. Eine schöne Musik hier auf einmal. Just name it, sir. So. Könnte mal theoretisch die ganzen Ringe mal ablegen. Ich habe zwar beim Greifen immer so ein bisschen, zum Beispiel beim Greifen, diesen Donnerschockring angezogen und so, immer ein bisschen drauf geachtet, aber so wirklich was zu bringen scheint es ja auch nicht. Starklattig, das nochmal. Stärkere Latten, was? Ja, immer noch diese alte Schiefertafel. Ich muss noch herausfinden. Papyrus, ja, was genau? Genau, das Schwert namens Inbrunst. Zweimal Stiefel des Zauberers und das kann alles verkauft werden. Du hast hier noch so viele Ringe. Yeses. Die wiegen zwar nicht viel, aber die Menge macht den Unterschied. Ja, die silberne Figur will ich nicht, die will ich eigentlich. Genau, Materialien wollen wir auf jeden Fall einlagern. Das ist so erstmal das Wichtigste. Oh ja. Und dann werde ich gleich mal die paar Rüstungsteile, die ich extra habe, noch verkaufen. Okay. Come again. It is enough to make you think twice. Come, come, don't be shy. Come, come, don't be shy. Okay. Sogar einige Sachen dabei, die besser für die wären, aber Cerul ist die einzige, die nichts mit so diesen besseren Ausrüstungsgegenständen anfangen kann. Die schon so viele Level höher ist. Okay, das war alles. Auf zur Kasse. Oh, ich habe über 1 Million Gold. Juhu! Hab's geschafft, über 1 Million Gold zu horten.
So viel Geld. Gut, dann zurück zu Aldous oder wo? Drachengeschmiedeter, genau. Oh, warte. Wie hieß die Quest? Die letzte Schlacht. Oh. Okay. Ich gehe mal mit ihm sprechen. Ich hoffe, da wird mir noch nichts irgendwie tatsächlich Endgültiges jetzt reingedrückt. Habe ich zum Glück direkt einen Reisestein, Reisepunkt. Ja. Ich wollte doch gerade die Mathe-Mappe aufmachen. Was zur Hölle mache ich jetzt hier? So schnell kann das passieren. Auf einmal bist du ganz woanders. Ja, ja. Machst die Augen zu, machst sie wieder auf. Oh fuck, da läuft wieder irgend so ein Stream. Mist. Stone ist Millionär. Yes. Ich kann aufhören zu streamen. Nie wieder Sorgen. Auf Wiedersehen. Pff. Wohl eher, ich kann aufhören, arbeiten zu gehen. Nicht zu streamen. Stream mache immer weiter. Wird der erste Millionär sein, der streamt. Obwohl, nee, da gibt's bestimmt schon Millionäre. Bestimmt. Mist. Nicht mal das wird mir gelassen. So, ich bin da. Ich habe nicht vergessen, was mir damals Codiert gesagt hat. Er meinte, ich muss mir Sorgen machen, dass es jetzt wirklich Richtung Ende geht, sobald ich die Quest bekomme, 20 Lazarus-Steine zu holen oder ich bekomme einfach so 20 Lazarus-Splitter, irgendwie sowas. Sobald irgendwas mit 20 Lazarus irgendwas kommt, dann weiß ich, jetzt bin ich auf der Zielgeraden, jetzt sollte ich langsam machen. Willst du wissen, wie du weißt, wann der Point of No Return kommt? Ja genau, das ist das, was ich jetzt gerade eben gesagt habe. So viel habe ich noch in Erinnerung. Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Aber ja, ich würde gerne wissen, wann der Point of No Return kommt, falls ich gerade eben falsch lag. So. Tempel am Gipfel des Berges. Codiert hat schon erwähnt. Gut. Okay, gut, dann war ich richtig. Alles klar. Auf seiner Spitze im Schatten des Lindwurms. Okay. Reist zum befleckten Berg. Aber das heißt, dass es dann immer noch kein Finale ist. Ich sehe hier nichts mit haufenweise Lazarus-Splittern. Ah, daher gab's die Weste aus Drachenleder. Ja, so viel anders sieht die jetzt nicht aus, aber sie scheint besser sein. 5 plus, 2 minus, plus 1. Na komm. Behalt's. Muss ich nicht mal so halb nackt darunter sein. Das war's. Reist zum befleckten Berg. Dann gehe ich davon aus, dass es mehrere Kämpfe gegen den Drachen geben wird. So, wo ist er denn? Ach, okay, er sagte hinter dem Großwall. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so direkt hinter dem Großwall ist. Gibt's hier vielleicht nochmal eine Kiste zum Looten? Eine respawnte Kiste? Nice. Federcape. Bitte sei was Gutes. Ich will... Oh, dafür, dass ich das noch gar nicht geupgradet habe, sind die Werte eigentlich ziemlich gut. 335. Muss man gleich mal testen. Ich würde gerne noch vom Streicher den maximalen Rang erreichen. Ich habe ihn fast erreicht. Das würde ich gerne, glaube ich, zuerst machen. Schreibt die Entwickler an, die sollen dir das Gold auszahlen. Ja, ne? Mann, ey, ihr, ich habe 1 Mille Gold verdient. Ja, was ist da los? Ich will das sofort. Geht das nicht irgendwie einfach übertragen hier? Hallo? Das wären dann Gold angemalte 1-Cent-Stücke. 1 Million 1-Cent-Stücke würde ich auch nehmen. Damit kann man auch was anfangen. Es wären nochmal 10.000 Euro. Hallo? Ordentlicher Betrag. Nicht so schön wie 1 Million, aber 10.000 nehme ich auch. The Tainted Mountain lies beyond the Great Wall. It lies beyond the Great Wall. So. Das heißt, ich kann auf jetzt auf jeden Fall schon mal... Ich renne noch mal hier kurz hin. Hier sollte ja ein Greif kommen, immer noch. Für meine andere Quest.
Bloß der Greif wollte einfach nicht spawnen. Bisher wollte er nicht spawnen. Vielleicht muss ich auch einfach nur ein Weilchen hier stehen bleiben in dem Ding. I don't know. Der spawnt angeblich immer random, aber ich glaube, wenn er... Ja, ich habe den Lazarus-Splitter schon geholt von hier. Könnte auch sein, dass der Greif nur hier ist, wenn er von Anfang an schon auf diesem Platz drauf sitzt. Vielleicht könnte man auch seinen Spawn provozieren, wenn man einfach ein paar Mal rein und raus geht, den Bereich wechselt, rein in die Höhle, raus aus der Höhle, rein in die Höhle, raus aus der Höhle. Und dann sollte ja das Gebiet draußen immer wieder frisch geladen werden. Vielleicht kann man irgendwie so die Spawnrate ein bisschen künstlich beschleunigen. Müsste man mal ausprobieren. Wäre vielleicht nicht schlecht. Ist halt nur die Frage, ob tatsächlich der Spawn prozentual davon abhängt, wenn das Gebiet neu geladen wird. Ist relativ oft so, ich weiß aber nicht, ob es hier auch so ist. Könnte natürlich auch sein, dass wenn man eine bestimmte Zeitdauer da steht, dann spawnt er. Wenn man ein paar Mal über das Feld rüberläuft, spawnt er. Vielleicht spawnt er auch im Himmel, wer weiß. Ist ja ein Greif, kann ja fliegen. Nee, ja, egal. So. So, aber da ich jetzt schon weiß mittlerweile, dass es noch nicht das tatsächliche Finale ist, sollte ich das ohne Sorge machen können. Aber ich habe so das Gefühl, weil ich jetzt so ein großes Stück Hauptstory gemacht habe, ich habe ein relativ großes Stück Hauptstory gemacht, habe ich eher Lust, es dann beim nächsten Mal fortzuführen. Ich habe gerade geguckt, ich habe aber nicht wirklich irgendwelche anderen Quests. Pass auf. Wir machen eine Schnellreise. Achso, Strategien Drachen, genau, das können wir auch kurz benutzen, lesen. Vasallen haben Wissen erworben, nice. Juhu! Wir haben was Nützliches gelernt. Sehr gut. Gibt es mal ein Betty? Und dann... Ich laufe nochmal kurz die Städte ab. Also Gran Soren und Casadis, halt die beiden Hauptstädte. Und ich möchte kurz die schwarzen Bretter ablaufen, gucken, ob da irgendwelche vielleicht zusätzlichen Escort-Quests sind. Ich kann mich nämlich erinnern, eine Escort-Quest gab es zu diesen Quellen, wo ich einmal hin wollte, und einmal zu diesen blutigen Gestaden. Das heißt, es sind noch zwei Bereiche, in denen ich garantiert noch überhaupt nicht war, die man dann nochmal checken könnte. Und ich denke, das will ich zuerst machen. Also diese beiden Bereiche checken und dann reise ich dorthin. Zu dem Drachen, da nach oben hin. Nicht, weil ich unbedingt das machen muss, die anderen Orte checken, sondern einfach, weil ich Lust drauf habe. So, okay. Das schwarze Brett hat nichts. Dann... Ich glaube, ich muss erstmal kurz eine 5-Minuten-Pause machen. Obwohl ich bis 22 Uhr streamen. Ich glaube, ich muss trotzdem eine 3-5-Minuten-Pause machen, Leute. Sonst, der Druck ist zu hoch auf mir. Der psychische Druck natürlich. Und nur der psychische Druck. Ah! Aber erstmal laufe ich noch diese Stadt durch. Und dann nochmal in Gran Soren so einen Swift durchmachen. Ich gucke nicht so genau. Ich werde nicht in jedes Haus reinlaufen, aber ich will einfach mal kurz schauen. So, wie geht's euch? Alles klar bei euch? Nichts Neues? Okay. Und nachdem ich die Städte abgelaufen bin, weil ich jetzt halt, ich will das machen, weil das letzte Mal, als ich das gemacht habe, so richtig abgelaufen bin, bin ich sie noch gar nicht. Aber das letzte Mal, als ich so ein bisschen näher geguckt hatte, das war vor 2-3 Hauptquests. Also das sollte, so ein bisschen gucken tue ich zwar immer, aber... Nochmal ein bisschen genauer durchlaufen.
Oh, und neue Ausrüstung könnte es geben. Gut, ich habe erst letztens jetzt neue Dolche geholt. Vielleicht auch nicht. Aber Hauptstory-Fortschritt könnte immer bedeuten, dass es neue Waffen gibt und so. War ich schon mal jemals hier in dieser Kathedrale? Tatsächlich die Dorfkirche schon richtig drin? Okay, falls sie irgendwann mal was für mich gehabt haben sollen, questmäßig, dann haben sie jetzt jedenfalls nichts mehr da. Bevor du in die Hose machst, geh! Ich kann nicht! Ich muss hier! Okay, so schlimm ist es noch nicht. Ich habe noch alle Gedanken beisammen. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche wirklich keine Hilfe. Ich habe einen Katheter, das ist kein Problem. Einfach Katheter rein, dann läuft die Sache. Im wahrsten Sinne des Wortes läuft dann die Sache. Sonst nichts hier? Ich gucke extra nochmal im Dorf nach, weil ich schon mal zum Beispiel die Quest von dem einen Jungen bekommen hatte, der hier unten rumgelaufen ist. Gut, der hat mich auch zu meiner Familie hingeführt, aber ansonsten... Der Junge war halt da, der hat mir eine Quest gegeben, der hier random rumgelaufen ist. Okay, sonst scheint hier nichts zu sein. Und einmal nach Gransoren nochmal. Und in Gransoren findet man immer wieder neue Quests, wenn man einfach random durchläuft. Deswegen, ne? Oh, Baby! Okay, und hier gucke ich mich gleich um. Guck mal, die haben auch so Eisdolche. Wieso haben alle diese coolen Eisdolche? Also mit alle meine ich die zwei Personen, denen ich bisher begegnet bin. So, und dann gucke ich mich auch mal nach einem neuen Vasall um gleich. Guck, neue Aufträge. Bezwinge 10 Gespenster. Her damit. 13 robuste Untote. Alles wieder so Sammelkill-Quests. Okay. Es wird Zeit, dass ich Cerul austausche. Ich bin Level 43, sie ist 39. Sie fängt an, hinterher zu hinken. Gut. Ich lasse das hier für euch laufen kurz. Und ich bin gleich wieder da.
Hi. Hi. Hi, hi, hi. So. Weiter geht's. Muss mal gucken, was für eine Stufe Cerul ist. Wäre sie Stufe... Ich glaube, auf Stufe 60 würde ich sie auch noch mitnehmen. Das wären dann hier nämlich nur 17 bis 20 Stufen Unterschied, irgendwie sowas, je nachdem. Aber ich glaube, die ist halt schon 80-something. Was haben die hier so stufenmäßig? Cereal ist die Magerin, die ich hier vorhin die ganze Zeit dabei hatte, ne? Ich glaube, ich will einen Tank. Natürlich weiblich, Alter, what the fuck? Das Schöne ist, das kann ich jetzt viel besser einschränken. Verfügt über starke Abwehr, das sollte noch da sein. Und Unterstützungskräfte, so. Und nach Laufbein eingrenzen. Vielleicht nicht schlecht, wenn ich einkämpfe. Oder soll ich einen Waldläufer? Ich habe einfach Angst, wenn ich keinen Tank dazu nehme. Verstehst du? So, nach Stufe suchen gibt mir irgendwie so 48, weil jetzt bin ich relativ fix gelevelt. Fast jede Stufe gibt es irgendwas. Voll crazy. So, da kann er mir eigentlich irgendwas geben, weil ich keine Ahnung habe, was für Tankfertigkeiten wichtig sind. Solange es ein bisschen tankiger aussieht, wird das schon in Ordnung sein, also. Also, wie sieht's aus? Brynhildr! Schön fett gepanzert. Darf mir alle zuzuwinken. Hier, ich mag deine Frisur nicht, geh. Sie erinnert mich an meine Kindheit. Deine schwere Kindheit. Hier, ich nehme mein Kind als Tank. Hallo. Yes, Arisen. Oh, tut mir leid, du bist nur sehr klein. Das war nicht so gemeint. So, wie sieht's aus? Was hast du so für feine Sachen? Blitzexplosion, Seelenspieß, Drachenschlund, Schildtrommel, Schildsturm, göttliche Abwehr. Jo, oh, das sieht gut gelevelt aus. Okay. Dich nehmen wir mit. Jawohl. Einen Vasallen wechseln. Cerule, tut mir leid. Du bist zu low. Du sahst sehr cool nach Tank. Die sieht überhaupt nicht nach Tank aus, ja? Die sieht so aus wie eine... Pff, schmeiß Fortlonger. Hier, ich gebe dir einen Apfel. Das Herrschaftssymbol. Du warst klasse. Unbeschreiblich hinreißend. Ich werde dich wieder ausleihen, sobald ich ungefähr auf dein Level gekommen bin. Aber davor jetzt erstmal nicht. So, okay. Hallo Kida. Jetzt mal alle das gesamte PayPal-Konto spenden. Das wäre cool. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Wer nicht? So. Dann. Stadt kurz durchlaufen. Kurz durchlaufen, bisschen angucken, so in jedes Haus mal so ein bisschen reingucken. Hier gab es auch mal eine Quest, jetzt nicht mehr. Oh, cooler Helm. Ah, nee, das ist der normale Stachelhelm. Leuchtet hier irgendetwas auf? Gibt's hier irgendetwas? Wir suchen grüne Fragezeichen. Wenn ihr irgendwo ein grünes Fragezeichen seht, sagt Bescheid. So ganz abgelegen im äußeren Bereich der Stadt hier gibt's eigentlich nie etwas. Meistens, wenn es was Neues gibt, dann irgendwo in der Taverne. Es gibt drei schwarze Bretter. Einmal in der Vasallengilde, einmal im Gasthaus und einmal... bei Vasallengilde, Gasthaus und Taverne. So rum. Muss ich mal gucken gehen.
Echt? Der Stream abgekackt? Ich sollte eigentlich noch da sein? Bei mir sieht alles gut aus. Nur bei Dark Rider oder bei allen? Ich hoffe nur bei Dark Rider. Bei mir sieht alles komplett stabil und normal aus. Oder muss ich etwa den Stream resetten? Okay, Captain Hook, danke fürs Feedback. Nur bei Darky, okay. Das muss ich immer wissen. Wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn irgendjemand sagt, dass etwas nicht funktioniert, am besten gleich reagieren mit, bei mir geht's. Weil dann weiß ich, dass ich nicht komplett down bin. So. Okay, alle schwarzen Bretter, das waren alle. Hier gab's nichts. Und dann noch, weil ich Hauptstory-Abschnitt gemacht habe, Hauptquest-mäßig. Waffenmäßig? Gibt's nochmal? Nee. Leuchtet mich nichts an. Okay. Mondsicheln, genau. Und die habe ich derzeit. Alles klar. Ich bin immer noch sehr schwer belastet, aber... Noch ein Top, was ich ablegen könnte. Kann ich irgendwo gucken, wie viel fehlt mir noch zum nächsten Level ab? Erfahrungspunkte. 32.000 von 63.000? Oh Gott, what? Really? Nee, ich meine, wann kriege ich meinen nächsten Streicherrang? Kann ich das auch irgendwo nachgucken? Ich würde nämlich sehr gern wissen, wann ich meinen nächsten Streicherrang bekomme. Meinen letzten, weil dann werde ich auf zweihändige Waffen wechseln. Wahrscheinlich muss ich einfach alles töten, was mir begegnet, und dann früher oder später bin ich soweit. What will it be today? Okay. Achso, genau, ich wollte noch meinen neuen Brustpanzer voll upgraden und den Umhang. Ja, guck mal, endlich kann ich für irgendwas meine Gletscherfittiche benutzen. Nice. Damit könnte das Federcape sogar tatsächlich besser sein. Und, ach so, neue Stiefel habe ich auch noch. Noch mehr Gletscherfittiche. Jetzt will ich nicht alles auf einmal verbrauchen. So einen großen Unterschied macht es nämlich gar nicht. So. Zumindest den ersten Rang kann man sich immer geben. Das einfach für so ein paar Cent mal hochpushen macht ja nichts. So. Und dann... Gar nicht mal so viel besser eigentlich. Sie sind von nichts auf 7 Blitzresistenz, dafür aber 7 geht Eis runter. Na, was sieht denn besser aus? Will das jemand von euch haben? Ich hatte mir mehr davon erhofft. Ich verkaufe es wieder. Ich dachte, das würde irgendwie deutlich geiler reinhauen. Wenn ich das einmal ganz aufgepusht habe, aber irgendwie ist das relativ... Nee. Mach ich weg. So, okay. Schwarze Bretter war nix. Die Straßen werde ich jetzt nicht nochmal alle komplett ablaufen. Aber das sieht doch schon mal ganz gut nach nichts aus. Was mir so ein bisschen fehlt, ich weiß nicht, ob ich die Option schon übersehen habe, aber ich glaube, man kann leider nicht... In manchen Games geht es ja, in Dragon Age Inquisition zum Beispiel auch und in verschiedenen MMOs geht es auch, dass du Helme ausblenden kannst, wenn du sie nicht die ganze Zeit ansehen willst.
Aber ich glaube, habe ich das bisher übersehen oder gibt es die Funktion tatsächlich nicht? Also ich gehe davon aus, dass es das tatsächlich nicht gibt. Bei Madeleine auch nichts Neues. Das waren hier so die besonderen Gebäude. Ja, auch nichts Besonderes. Okay. Dann will ich nur noch einmal zu Aldous rüber und dann bin ich das auch damit durch. Also ich wollte heute bis so maximal 11 Uhr machen. Ich habe vorhin zwar 10 Uhr gesagt, aber ich habe auch so weitergegeben, dass ich vorhabe, bis 11 Uhr zu machen. Ich könnte mir auch vorstellen, also ich hoffe, dass ich auf jeden Fall noch die zwei Bereiche erkunden, es schaffe zu erkunden, die ich mir noch vorgenommen habe zu erkunden. Helme ausblenden ist eine tolle Sache, ja, ne? Vor allem auch bei so Games wie Skyrim oder so, dafür gibt es bestimmt eine Mod, garantiert. Aber, weil man sagt ja immer, ach, wozu gebe ich mir so viel Mühe mit dem Design von meinem Charakter, mit dem Gesicht und mit allem drum und dran, wenn er sowieso nach 5 Minuten anfängt, den ersten Helm zu tragen, dann sehe ich es nie wieder. Nie oder nie wieder richtig. Und deswegen, das kann ich voll und ganz verstehen. Wenn man schon sich ein schönes Gesicht gemacht hat, dann hätte man gerne die Option, das auch ab und zu mal ansehen zu können. Man schaut sich ja gerne hübsche Gesichter an. Wir können gucken, ob der König noch hier in der Schatzkammer ist oder bei der Schatzkammer. Darf ich jetzt rein? Der König ist vorhin auch mit mir zusammen reingegangen. Kannst du mir erklären, wie man Mods installiert für Oblivion? Was? Komm, der König mag mich. Mann. Kann ich nicht mit dem irgendwie reden? Bestechen? Nicht mal bestechen kann ich ihn. Vielleicht kann ich ihn mit meinen Dolchen bestechen. Nichts Neues? Kannst du mir irgendwie sagen, dass ich in deinen Raum darf? You've come a great ways from gutting fish. I trust you will serve your duty. Nichts. I have no words to describe. It was a lesson in just whether the whole of the duke. Sie haben aber alle einen Kommentar dazu, zu dem, was ich erlebt habe. Nicht zu beschreiben, was da abging. Sonst nichts. Nee. Nee, sonst. Außer, gut, ich war jetzt natürlich nicht überall, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwo vielleicht noch irgendwelchen speziellen Seitengassen, entlegeneren Räumen, dass es da vielleicht auch irgendetwas gibt, keine Ahnung. Macht nix. Willkommen zurück, Ringer. So viel Blau im Chat. Sir Derpentine, Kebing, Butzwack, Ringer, alle blau. Blau, blau, boah, Bombastik mit dem Mantel, sieht so Hammer aus. Ich will nie wieder seine Rüstung wechseln. So. Okay, dann würde ich sagen, können wir direkt los. Und zwar. Jetzt gab es leider nicht mehr die Escort-Quest, die ich auch noch machen wollte. Zwei Escort-Quests hätten mich zu zwei Orten geführt, zu denen ich beide noch hin wollte, aber... Oh ne, ich muss tatsächlich hier bei der Stadt bleiben. Ich möchte hierhin. Weil hier soll irgendwo der Heilquell sein, aber das ist ziemlich weit entfernt. Mit einer Escort-Quest wäre ich motivierter gewesen, dahin zu reisen. Und hier gibt es irgendwo noch einen richtig großen Kartenbereich, weil da stand die blutigen Gestade, du musst dahin. Hm.
Wobei, weißt du was? Wenn mir schon gesagt wurde, sobald irgendeine Quest mit 20 Lazarus-Splittern, Steinen, was auch immer kommt, dann kommst du zu dem Punkt, wo du nicht mehr umdrehen kannst. Aber die aktuelle Quest, die ich habe, um den Drachen herauszufordern, hat ja nichts mit den Lazarus-Splittern zu tun. Weißt du was? Ich bin schon so oft so lange irgendwo im Kreis rumgelaufen. Immer und immer wieder. Um Zeug zu erkunden. Okay, noch nicht so lange, aber lange genug. Ich bin sehr neugierig zu sehen, was mit dem Drachen... Das hört sich schon so nach Finale an. Fordert mich heraus, wenn ihr soweit seid. Und dann... Und jetzt gehe ich halt hin. Ganz in Nord-Nordost ist auch eine. Eine was? Nord-Nordost. Ach, hier meinst du, ja, kann ich mir auch denken. Guck mal, hier ist noch so ein Pfad, der so nach rechts abbiegt. So. Hier ist bestimmt noch irgendwas. Ich hoffe einfach mal, dass es noch nicht das Ende vom Game sein wird. Sobald ich zu dieser 20 Lazarus-Splitter-Geschichte dort ankomme, dann weiß ich, oh, jetzt stopp, jetzt erstmal den ganzen Rest machen. Aber solange ich noch nicht bei diesem Warnsymbol ankomme, push ich mal weiter. Hier war ich auch noch nie, oh. Da bei der Höhle die Fahne. Achso, Cherub. Aber da war ich schon. Dort oben, also. Ach, wird die Tür jetzt einfach offen sein, wo ich schon vorher war? Kann auch sein. Die bräuchten hier irgendwo ein nicht unbedingt ein Gasthaus, aber irgendeinen Typen, der Matratzen verwaltet, damit man nochmal warten kann bis zum nächsten Morgen. Okay, vor dem Dorf, vor dieser Burg, meine ich, stand da eine Typ. Ja, jetzt kann ich hier lang. Okay. Oh, Jesus. Ups. Nice. Endlich mehr Gold. Ich hab mich schon gefragt, wohin damit. Ich meine, wann kriege ich mehr? Ich hab ständig Goldmangel. Am Anfang hatte ich tatsächlich öfter mal Goldmangel, weil ich mir immer sofort... Oh yeah, kannst du rausgucken. Weil ich mir immer sofort die neueste Rüstung, den neuesten Shit, habe ich mir gekauft. Und jetzt habe ich irgendwie zu viel Geld. Hallo Jus! Jus kommt singend rein, hallo! Oh, so beschreitet ihr nun den Pfad aller wahren Erweckten, dem Drachen entgegen und der letzten Wahrheit auf der Spur. Wo ist der Point of No Return? Ich bin so gespannt, wie das mit dem Drachen laufen wird. Warte! Habe ich gerade nur ein komisches Flashback? Der Gang erinnert mich voll wie ganz am Anfang vom Game. Der ja, hier! Oh, shit. Könnt ihr euch erinnern? Ganz am Anfang vom Game, als wir den Typen gespielt haben, hier sind wir aufgestanden. Ihr beschreitet nun den Pfad wie alle Erweckten. Oh, fuck. Interessant. Ich hab's direkt wiedererkannt. Ich wusste doch, dass ich das irgendwo schon mal... Hier, diesen Gang habe ich irgendwo schon mal gesehen. Sieht aber auch sehr geil aus da. Das letzte Mal war ich nachts hier. Sehr nice. Dann war der Typ am Anfang auch ein Erweckter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es hat nie jemand geschafft, den Drachen zu besiegen. Oder der Erweckte, der den Drachen besiegt, wird selbst zum Drachen. Aber ich habe gerade so ein bisschen meine eigene Theorie. Ich weiß nicht, ob ich die sagen will. Ich will nicht zufällig irgendwas spoilern oder so. Aua. Ich hab ne Idee.
Schon dabei. Ich finde diese Eisklingen so cool. Ich liebe einfach einen Magier dabei zu haben, der alles Mögliche einfach nur supportet und bufft und so. Total cool. Genau, und da auf dem Felsen hockte letztes Mal der Drache. Was mir auch noch denken könnte, wäre zum Beispiel, also was jetzt meine Theorie ist, bitte nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist, natürlich wie immer, ist, dass der Drache, tschüss, dass der Drache noch nie besiegt wurde von niemandem und dass, wenn wir die Ersten sein sollten, die ihn jetzt vielleicht beim ersten Mal besiegen, falls jetzt nicht irgendwie ein anderer Boss doch noch dazwischen kommt, dass er dann in sein wahres Gesicht zeigt, nochmal vor uns flieht und dass wir dann nochmal gegen sein wahres Gesicht kämpfen werden. Mal sehen. Ich fühle mich auch noch gar nicht so, als ob ich Richtung Endboss-Fight jetzt rasen würde. Ich fühle mich noch nicht für ein Finale bereit. Eisen... What? Wer von euch hat gerade eben eine eisenumhüllte Hose eingesammelt? Oh, ich habe eine Kiste. Siehste mal, ohne meine Begleiter hätte ich das gar nicht realisiert. Das Ding ist... Oh, wow. Das Ding ist tatsächlich besser. Auf Rang 0 besser als die Greifenbeinschienen auf Rang 3. Aber dann sieht man wieder nackte Haut von ihm. Es ist nicht so viel besser. Style! Style! Wir brauchen mehr Style! Even dragons die. The hour is come, Arisen. Braxorian! Tis huge! Oh man! The tail is severed! Wir arbeiten dran. Tomatensaft! Spargelkuchen mit Tomatensaft. Achso, die sind schon alle tot. Wow. Mist überladen. Das ging wieder fix. Geo-Echsen? Perfekt. What? Oh. Euch brauche ich noch für eine Quest. Ich mag es, wenn man anfängt, jetzt ist es gerade ein bisschen zu dunkel, um das zu erkennen, aber wenn man anfängt auf ihren... Oh, tiefschwarze Echsenhaut, das sollten wir mitnehmen. Crafting. Was wollte ich gerade sagen? Weiß ich nicht mehr. Macht nichts. Auf jeden Fall brauche ich die Geo-Echsen noch für eine Quest. Lavablüten klingt auch so selten. Mm. Du glaubst doch noch nicht, dass du dem Endboss nahe kommst. Du hast doch noch gar nicht so viel gespielt. Ja, ne? Eben. Oh, Geldbeutel? Ganubald hier. Macht nichts, wenn du es nicht früher geschafft hast. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Das kann man hier zwar nicht so sehen, aber wenn man anfängt, auf den Schwanz einer Echse einzuhauen... Was ich sehr cool finde, sieht man dann immer schon bereits so einen leichten, blutigen Strich hinten drauf, sodass man sehen kann, wo der Schwanz dann nach einer Weile durchtrennt wird, wenn man weiter auf die gleiche Stelle einhackt. Oh, da ist noch einer. The tail is sabot. The tail is sabot. Warte, ich weiß, hier war ich gerade eben, aber... Wow!
Oh Jesus! Mann, die Käsplatte hat meinen Lieblingskäse nicht mehr. Stock mal damit auf. Danke. Danke für den Support. Das Yay war lauter als erwartet. Ich hoffe, es hat euch nicht erschreckt. Sei langsameres Yay, Mann. Komm, Master. Danke! Danke für den Support auf jeden Fall, Captain Hook. Und kann bitte irgendwer neuen Käse drauf machen? Hallo? Wo sind meine Käseplatten-Supporter? Wo sind sie hin? Meine Käseplatten wieder Auffüller, wohl eher. Brauche euch! Schnell! Ansonsten kümmere ich mich schnell darum. Tja, das ist wichtig. Wer den Käse nicht ehrt, ist das Leben nicht wert. So. Radikal, aber es stimmt. I'll take that. I can feel the dragon. We're near. I can feel the dragon. Hört sich an wie irgend so ein Kampffilm. Feel the dragon. Du hast einmal tiefschwarze Echsenhaut gefunden. Okay. Okay. Kartoffelsalat. Riesige Fledermäuse. Du mal nicht so, Jesus. Oh. Was sind das für Explosionen da unten? Kann mir das irgendjemand erklären? Ich habe einen Bogen gefunden, der heißt Veteranenstolz. Hört sich sehr geil an, aber nur für die besten Bogenschützen. Hallo? Oh Gott, oh Gott, oh Jesus. Okay, okay. Okay. Hier, gib mir mal ein bisschen wirksamen Grünlattich. Ach, das sind diese Höllenhunde. Ich sehe gar nichts. Vollgas. Euch brauche ich auch noch für eine Quest. Okay, hier ist wirklich alles ein bisschen größer. Ich schließe mich euch an. Bei was? Sind keine Fledermäuse, das sind Harpien, Leute. Fledermäuse mit Brüsten. Harpien mit der Leder. Schön in Leder eingebunden für alle Bondage-Fans. Lederharpien. Nachterz. Oh, shit. Das Erz der Nacht. Du brauchst 2 Stück, um die Emo-Rüstung zu craften. Oh, Kebing ist mit exakt 100 Käserationen dabei. Nice. 100! Eine wahrlich großartige Zahl, die für sich selbst steht. Hast jetzt im Prinzip alles erreicht. Glückwunsch. Gut gemacht. Konditionsquelle. Quelle der Kondition. Ich wünschte, ich könnte solche Dinger trinken, wenn es um die Sportnoten ging, zur Schulzeiten damals noch. Konditionstrunk. Oh yeah! Ausdauer for days. Es wäre sehr schön gewesen. Leider ein bisschen zu spät. So. Wobei, hätte es vielleicht auch schon so gegeben, ne? Doping, ne? Weißt du Bescheid? Der Dopingtrank. Moment. Ich habe gerade ein bisschen verdächtig oft den Trank Flammenbann-Trank gefunden. Mir sagt etwas, dass ich gleich mit Flammen zu tun haben werde. So ganz nebenbei, während wir auf einen Drachen zugehen.
Oi. Oh, guck mal. Oh, was hat die Chimera so viel Leben? Guck mal, die hat viel mehr Lebensbalken als die anderen, die wir bisher hatten. Oh, sie ist auch anders eingefärbt. Halt dich fest an dem Vieh. Wenn wir diese Kackschlange kaputt machen, dann wird's deutlich einfacher. Halt dich fest. Nice, okay. Mal die Augen alle rot. Die sieht ein bisschen böse aus. Okay, lass los. Ziege. Hau schnell auf die Ziege ein, damit sie nicht zum Casten kommt. Alles klar. Runter. Rauchklettern. Hau diese scheiß Ziege weg. Oh Gott, sie versucht sich selbst zu heilen. Pick die Ziege. Oh, diese Kackziege, die kann sich heilen. Schön immer die Pilze fressen. Halte dich oben. Ihr kriegt mich nicht mehr runter. Wie viel Leben hat dieser Kackziegenkopf noch? Nice. Jetzt nur noch der Hauptsack. Das Geschnetzel hat begonnen. Oh, Baby, jetzt kommst du gar nicht mehr raus. Ah, oh, Hilfe! Nimm mich ernst. Ich fühle mich schon wie Sabrina, während sie mit mir redet. Nimm mich ernst! Während sie auf mich einschlägt. So ganz schnell. Nimm mich ernst, los! Irgendwo erkenne ich diesen Kampf. Aua! Au! Shit! Kill it with fire! Ich meine ernst mit fire, gib mir Support! Die Löwen werden vor allem am Ende anstrengend, weil die dann wirklich... Die fangen an so rumzuturnen. Ja. Sollst mir einen Buff geben? Du hast... Hoffentlich hast du mich verstanden. Oh, shit. So, jetzt werde ich an deinem Kopf hängen. Mal sehen, wie lange ich schaffe, da dran zu bleiben. Halt dich fest. Shit! Warte. Der Schlangenkopf ist nachgewachsen? What the fuck? Goddammit, ich fresse meine Grünlattiche hier wie kein zweiter. Ich habe mich schon gefragt, warum diese Giftexplosionen wiederkommen. Oh, ich wollte eigentlich zum Schlangenkopf und nicht auf den Löwenkopf. Shit. Fuck, habt ihr jetzt endlich diesen verkackten... Ich habe keine Pilze mehr. Oh, ne, ist fast tot. Und ich habe keinen... Ah, shit. Warum bist du nachgewachsen?
Immer Zeit, die ganzen... Nee, nicht Gesundheit. Ich brauche Ausdauer. Oh, ein üblicherweise vergifteter Pilz. Ja, der hat mich wirklich vergiftet. Mist. Dann aber dabei, dass er Ausdauer wiederherstellt. Boah, ich mach keinen Schaden. Ich muss mich echt dranheften. Ach, ich hab zu wenig. Zu wenig Stuff. Hab ich nicht einfach nur ein... Da, jawoll, enormes Maß an Ausdauer wiederherstellen. Geht doch. Na los, kletter auf den Schlangentyp. So. So, jetzt habe ich verzauberte Waffen. Jetzt sollte das laufen. Ja, guck mal. Wieso gibst du mir nicht gleich eine Verzauberung auf die Waffe? Viel einfacher. Alter, was für ein Mistvieh. Heidenei. Jetzt habe ich doch keine Lust mehr, gegen den Drachen zu kämpfen. Das war ja nur der Anfang. Lol. Galvanische Dolche. Ohoho. Oh, Bombastik. Ich habe nicht gemerkt, dass du tot bist. Tut mir leid. Oder halbtot warst. Gut. Ich kann gut lernen, wenn Stone mich zutextet. Oh, that's a first. Das habe ich nicht gewusst. Freut mich sehr, wenn ich irgendwie dienlich sein kann. Okay. Was sind das für Ausrufezeichen überall? Schalter. Achso, das musste ich... Diese Schalter... Habe ich es mit meinem letzten Typen aktivieren müssen oder so? I don't know. Okay. Galvanische Dolche. Wie aus dem Nichts gefertigt wurden. Ihr Donnerzauber hält ewig an. Oh, verzaubert. Hm. 35 Schaden runter in der Stärke, aber ordentlich hoch in der Magie. Lass es uns mal ausprobieren, würde ich sagen. Yeah, baby. Oh, baby. Oh, baby. Elektrisierend. Meloir-Helm. Meine Freunde, ich habe einen Meloir-Helm gefunden. Geschmiedet aus stabilem Meloir-Stahl. Der trübe Schimmer auf der Oberfläche ist auffällig. Ich find's geil, wie wirklich besonders man sich fühlt, wenn man in diesen Bereich hier reinrennt. Also ohne Scheiß jetzt. Weil davor halt immer so, ja, Assassinenmaske, Stoffhelm, Lederpanzer, Kettenpanzer, Stahlrüstung. Und jetzt kriegst du auf einmal hier galvanische Dolche, Meloir-Stahlhelm und sowas. Und du denkst ja, geiler Scheiß. Kenne ich aus Skyrim immer dann, wenn man die Potions mal braucht, hat man sie nicht und versteckt sich deshalb stundenlang hinter irgendwelchen Säulen und so. Und sobald man genügend Stamina hat, einmal zuzuschlagen und sich danach zu verkriechen, ja. Jetzt war ich froh, dass ich so viele Heiltränke habe, weil das wird bestimmt noch schlimmer. Allein der Drachenkampf. Oh wow, das ist gut. Aber Style ist wichtiger. Der Helm, das ist auch für Krieger mit Zweihandwaffen. Der Helm ist sehr gut, wenn ich auf Krieger wechseln werde. Mit meinem Charakter. Also, das wird aufbehalten.
Oh. Ich habe nichts gemacht, aber irgendwie kommt was, passiert was. Ich habe den Chat nachgelesen. Vielleicht ist einer meiner Begleiter zufällig ein Stück weiter nach vorne gegangen. The dragon's roost. At last, I feel a strange presence beyond the door. Deswegen liebe ich die RPGs, die entweder alte Schule sind oder sich sowas aus RPGs alter Schule abkupfern. Ja, ne? So, Moment. Ich wollte gucken, wegen so einen Freund brauche ich auch. Was für einen? Ach so, PC zusammengebastelt. Ja. Tia, in deinem PC läuft sogar meine Grafikkarte, gell? Soweit ich weiß. Mit meiner Grafikkarte meine Streams angucken. Wow! Wo war nochmal der Knopf? Stoneception! Tut mir leid. Ich muss das öfter machen. So einen Freund brauche ich auch. Da fällt mir ein, ich glaube, so allgemein Gamer-Freunde bauen relativ oft ihren Mädels die PCs zusammen. Aber habe ich schon öfter gehört. Aratel hat's auch gemacht. Ich hab's für Sabrina auch gemacht. Ihr den PC zusammengebaut. Wir können uns das nie angucken. Ah! Besserer PC muss her, schnell! Der befleckte Berg. Juhu! Wasch den Scheiß mal! Ruf mal mit verzerrter Stimme Spargelkuchen, meinst du? Oh. Ich fühle mich noch nicht bereit eigentlich für den Kampf. Ich muss eigentlich im Wald noch gegen den Drachen kämpfen. Ah. What is your purpose here, arisen? If you sought to live, you had not but run and hide yourself away. But then, tell me, child of man, what does it mean to live in truth? To wage war against the passing of days. To pray to the unseen for a few breaths more. Madeleine, schon wieder? Durch das Opfer eines einzigen Lebens, was genau meint er? Das von Madeleine? Das von meinem Hauptvasallen? Shit, Mann, das ist ein Drache. Allein schon, wie er die Luft reingezogen hat.
Speichern? Nochmal? Nein? I called you here to leave. It was ever your own feet, your own will that brought you. Then you will renounce your bond with this human and make an offering of their death. Nein. I shall not judge you, Arisen. Ich wusste nicht, dass ich die so opfer. Ich wollte die eigentlich raustragen. This final time, will you turn and leave this place? Nein. Doubt still holds you. Very well. We have time, you and I. And now again, the choice is yours, Arisen. Lösung Nummer 3. Nein, ich will sie retten. Ich wollte sie wegtragen. Möglichkeit 1, opfern. Möglichkeit 2, kämpfen. Möglichkeit 3, erstmal das Opfer wegtragen, dann kämpfen. But better fool than craven. I knew your mind ere you came. Still, I ask this final time. Ja, Kampf. Your choice is made, Arisen. As you have willed it, so shall it be. Ich wusste selbst nicht, dass Madeleine scheinbar meine Liebe ist oder so. Aber gut, vielleicht weil Geld ist ja gleich Liebe. Ich habe ja insgesamt 100.000 gegeben, deswegen, ne? Nope! Ich will den Kampf. Es hat nichts gebracht, dass ich sie weggetragen habe. Okay. Oh, Scheiße. Ich kann's voll vergessen. Verschwinden wir vorerst? Warum? Aber da stand doch gerade eben, den Angriff erwidern. Ah! Das ist im Weg. Oh Gott. Ich kann die Kamera nicht drehen. Sonst würde ich ihn ein-, zweimal boxen kurz. Aber ich kann mich nicht bewegen. Oh, Jesus. Okay, okay, Bro. Oh, nein, 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 nein. Ich habe wieder ein Greifen-Déjà-vu. Oh Gott, 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 Gott. Lauf! Oh, Cecile, auf Wiedersehen, Cecile. Ich dachte, oh mein Gott! Hier können wir gegen die Bestie kämpfen, okay. Bibi, Bibi, Bibi! Bibi, oh Gott, hat er viele Punkte. Haja, haja, haja! Ich schaffe das, ich bin stark! Oh Gott, er lädt was auf. Aus dem Weg! Oh Gott, ich bin mitten reingelaufen. Das war nicht so gut. Er plant was, weg da! Er macht wieder was. Warte, können wir ausweichen, wenn wir einfach näher kommen? Hierhin? Ja. Bist du fertig? Okay. Ich kann die Kamera immer noch nicht drehen! Ich wollte eigentlich meine beiden Freunde wieder beleben. Fuck. Fuck. Bombastik liegt exakt dort, wo er mit seiner Pranke immer wieder draufkommt. Mist. Steh auf! Gut. This is not fate, nor duty's call. This battle is your own, waged of your own. Oh, der hat mich schnell runtergeschlagen. Yes, es Maria.
If you lack the strength to stay my fire, to stay the fated ruin, then all shall scatter as ash. Find that tail! Kann ich auch auf seinen Schwanz schlagen? Ich weiß nicht, wie ich ihn am besten kitzeln soll. Ich mach keinen Schaden. Vielleicht an den Zähnen oder so? Kitzel, kitzel, kitzel. Dark Souls-Taktik, Hoden-Taktik. Ist nicht so das Wahre, muss ich sagen. Kann ich irgendwie... Komm ich da? Cecile, du bist leider hängen geblieben, als wir da gerade geklettert sind. Warte, wo ist sein Kopf? Hier ist sein Kopf, oder? Hat er mich... Es hat mich umgedreht. Die Kamera hat sich gedreht. Fuck. Ich sehe nichts. Ich sehe... Oh Gott, die Kamera dreht sich. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Ich will doch nur auf sein... Wo bin ich? Nein! Fuck. Nichts gesehen. Komm, steh auf. Geh hoch, meine ich. Muss an sein Auge oder so rein. Warum kann ich die Kamera wieder nicht drehen? Ah! Oh, hat mich sofort runtergeschlagen. Okay. Gut, dann machen wir das einfach so, gell? Kann ich Felsen von der Decke fallen lassen oder so? Ach Leute, doch nicht im Feuer. Jetzt, ja, aber wie soll ich das Herz angreifen? Okay, okay. Gut, dass ich ihnen Band 1 Drachen bei noch gegeben habe, damit die das lernen können. Wirksamer Grünlattich, so. Mehr Heilungsmittel, rüber. Und du müsstest auch noch Pilze haben, genau. Kannst du auch geben. Okay. Oh Gott, ich sehe überhaupt nichts. Da, okay. Bin ich jetzt bei seinem Herz? Oh, ich habe keine Ausdauer mehr gehabt. Leute, hört auf, immer in seinem Breath zu stehen. Attack the Hard Risen! Also Kopf geht nicht, Schwanz bringt nichts. Komm schon! Jetzt bin ich am Herz. Oh, keine Ausdauer mehr gehabt! Really? Gerade immer wenn ich am Herz ankomme, habe ich keine Ausdauer mehr. Ah! Hit. Okay, pass auf, dann... Oh. Dann probieren wir mal was anderes. Warum hat es angefangen, rosa zu leuchten? Wo fliegst du hin? After them. Jetzt ist er abgezischt.
Schaden war nicht ausreichend. Und mein einziger Tank ist vorhin an einem Stein hängen geblieben beim Flüchten. Gehört der mit. Aber wartet mal, bevor wir hier rausgehen, wir sollten uns noch umgucken, ob hier irgendwas rumliegt von dem Drachen. Ich will hier nur ein bisschen kurz umgucken, mich hier so. Immerhin, mein Charakter und ich haben so viel gemeinsam. Sie ist auch Zockerin. Ausdauer von einer toten Kartoffel oder was weiß ich. Hallo. Lauf! Furchtbar. Oh, und jetzt geht mir noch mein Öl aus. Moment. Mach's Licht, oh Herr. Ich wollte gerade eben dann noch mit dem Bogen aufs Herz schießen, aber irgendwie bin ich da nicht mehr dazu gekommen. Und meine Begleiterin kann ich auch nicht mehr befreien oder retten oder so, weil der hat sie ziemlich weit hinten den Gang runter. Nee, der Eingang ist auch eingestürzt. Ich kann sie auch gar nicht wiederholen. Gut. Feuerfeste Stiefel, ja, das wäre vielleicht nicht mal schlecht. Kann ich die jetzt schon? Sind die auch brauchbar? Ah, nur für Krieger wieder, okay. Dann gibt das... Oh. Achso. Das war mein Messer. Gibt das dann... Vielleicht mal ihm... Zerlumpter Mantel. Eisenumhüllte Hose. Hat ja auch irgendwas? Versteckte... Aha. Hält großer... Aha. Schwächungswiderstand des... Ach, dann ist dieses Dreizack-Symbol Feuer? Feuerwiderstand? Hm. I don't know. Ich weiß auch nicht, ob so kleine Zahlen auch irgendetwas bringen, wenn man die nur separat ausrüstet. Man sagt ja immer, professionelle Gamer haben das Immunsystem eines toten Faultiers, ne? Ich werde nie krank. Ich werde auch nie krank. Voll gut. Voll gut! Speichervorgang sogar. Oh, shit. Aber selbst kann ich nicht nochmal speichern. Da warten sie auf mich. Ich habe schon ziemlich viele Pilze und Grünlattich verschossen. Oh, es könnte sein, dass Dragon's Dogma jetzt anfängt, richtig verrückt zu werden. Jetzt erinnere ich mich wieder an den Kommentar, den ich auch irgendwo mitbekommen hatte. Wo gesagt wurde, gerade wenn du denkst, dass Dragon's Dogma fertig ist, dann wird es ein absoluter Clusterfuck-verrückter Trip am Ende. Wahrscheinlich nach dem hier. Den Drachen verfolgen. Okay. Nö. Nee. Schön tief in die Ritze rein. Ich mag die Musik, ey. Oh Gott, ich habe jetzt schon keine Pilze mehr? Hab sie alle weggefressen? Und dann verstand ich, warum Rykros sagte, dass er unter 250 Pilzen nicht mehr aus dem Haus geht. Zumindest mal die Billigpilze essen, die sowieso nicht viel heilen. Ich verliere das Bewusstsein. Ich weiß, Cecil, aber da kann ich nichts machen.
und trotzdem die gesamte Ausdauer verbraucht. Fuck. Armschienen. Brauche mehr Resistenz. Auch nicht schlecht. Aus sehr wertvoller Drachenhaut. Deutlich weniger Magieresistenz, aber 22 davon und dann, ach, insgesamt lohnt sich das. Sieht schon so aus. Endlich sind meine Arme nicht mehr nackt. Endlich sind die Arme nicht mehr nackt. Endlich sehe ich mal ordentlich verpackt aus als Krieger. Oder als Streicher. Wartet, oh, kurz auf mich, ich muss mich ja noch hochschleppen. Du weißt schon, dass es sich aus dem Zusammenhang gerissen komisch anhört. Was denn? Erreicht die Spitze des Turms. Ich arbeite dran! Warte, Loot! Oh Gott! Was für ein Sprung, Guinness! Oh, hier ist zum Deckung nehmen, falls er Feuer speit, ne? Lädt er gerade auf oder so? Nee. Oh, jetzt kommt was. Jupp, 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 jupp. Jupp, jupp, bist du fertig? Okay. Wie wollt ihr ihn hauen, wenn er die ganze Zeit irgendwo in irgendeine andere Richtung wegfliegt? Wie stellt ihr euch das vor? Wir werden ihn niemals erreichen. Wir müssen selbst zum Drachen werden. Oh, runter! Ich komme! Nope, ich wollte mich gerade an seine Brust pinnen. Hat wohl nicht so gut geklappt. Gott, ey. Dat Drache. Der muss sich nur auf mich setzen und ich wäre tot. Wie stellen wir uns den Kampf vor? Oh Gott. Oh nein. Nein, ich hab's fast geschafft. Keine Ausdauer mehr. Oh Gott, vergiss es. Dein Leben hängt davon ab. Mach noch die letzten 5 Meter. Nee, warte mal, geht grad nicht. Ich muss grad durchatmen, Herr Fuckmann. Lit. Boah, aber es ist schon mega episch mit dem Himmel immer wieder, auf den man hinausblickt. Der Drache, der ihn ständig umkreist. Ihr könnt mir übrigens auch gerne sagen, was wäre, wenn man sich dazu entschieden hätte, Madeleine zu opfern. Hätte man dann tatsächlich einfach gehen können und hätte das alles verpasst, oder? Aber interessant auch zu wissen, dass der aktuelle König es so gemacht hat, jemanden geopfert hat, um... Niemals! Die Balliste abfeuern, aber doch nicht die kleinen! Warte, da sind Kisten. Ich weiß nicht, ob ich später noch looten werden darf. Heldenarmreife. Drachenstirnband. Oh Gott, Feuer. Hallo Bombastik, na, alles klar bei dir? Überladen. Oh, shit. Das ist deutlich besser. Ich habe zwar keine Dunkelresistenz mehr und kann weniger tragen und so, aber... Und es sieht deutlich besser aus. Und es ist noch nicht mal geupgradet. Nice. Ich habe hier eigentlich gerade die Drachendinger frisch bekommen. Ich glaube, ich... Aber es sieht auch eigentlich ziemlich geil aus.
ziemlich viele Resistenzen. Aber ich möchte verpackt aussehen. Das Stirnband gefällt mir sehr gut. So. Wo bist du, du Sacklonger, hä? Oh doch, bist du doch da? Wow! Oh, Aragorn, der Herr der Ringe, nee, Hobbit-Style. Hobbit war das. Mit dem riesigen Pfeil und pff, ins Herz. Der Hobbit. Volle Kanne rein, was sagst du dazu? Oh! Oh oh. Ich hab nicht genug Ausdauer. Du wärst Herzog geworden und wärst griesgrämig geworden. Aber dann sagt das Spiel, das war kacke, mach's anders. Ah, okay. Oh wow, okay. Voll das Hobbit-Easter Egg, Hashtag Oblivion. Zielt auf das Herz vom Drachen. Ich arbeite dran! Ich ziehe mich an seinen Zacken nach oben. Alter, ist das geil. Oh Gott. Nicht runterfallen. Üb. Hallo. Ich wollte nur sagen, dass ich da bin. Your very heart rests here within me. Halt dich fest. Kann ich auch sprinten oder so? Shift? Nein. Das Wogen des Blutes, was dich an diese Welt bindet. Hoffentlich kann ich auch von oben angreifen. Zieh dich hoch, fast da. Yes! Hab's fast. Ich muss eigentlich von unten ran. Nein, ich hab nur einen einzigen Hieb geschafft. Dieses Fallschirm. Oh, 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 ich hab Caps Lock aktiviert, ups. Warte, bin ich jetzt in seinem Magen gleich drin? Ich hab eigentlich verhindert, dass der mich... Hat er mich geschluckt? Oh, Neo-Style. Oh, warum ist das so sehr aufgeplatzt? Okay. The hour for turning back is past. The world will have its answer. You or me. Death or life beyond. Oh, da sind sie alle. Give your all here and now. Such is the contest you have chosen. I raise your weapon. Your teeth of steel. Your blood red voice. Show me your power, arisen. Prove yourself worthy of what lies beyond my course. Wow! Show that you possess the strength to still my heart. Oh. The will to do it, the soul. Slay me, and with me death itself. Stay the fires of destruction. Ich weiß nicht, was gerade passiert. Wo bin ich? There is naught beyond this moment
yourselves all to the core. Eigentlich nach unten klettern, aber ich. Das ist so groß. Da bin ich. Attack when it reels. Shit. Jetzt bin ich direkt dran. Ich bin direkt dran. Oh, hätte ich jetzt hier 200 Pilze, ey. Alter Falter, ich würde den fisten. Ich würde nie wieder loslassen. Oh, jetzt habe ich keine Pilze mehr. Shit. Oh, jetzt hat er mich gegrabt. Hilfe! Lass mich nur... Oh! Au! Shit! Muss ich alle Gesundheitsleisten von ihm entfernen? Oh, da bin ich wieder! Ich glaube, er hat keinen Bock mehr. Okay, kann ich verstehen. Bitte lass mich los. Oh Gott, kann irgendjemand Cecil wiederbeleben? Oh mein Gott. Ich fühle mich dezent pfannkuchenartig. Machen wir es halt so. Penner da oben. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh, ich kann noch was benutzen. Salomets Grimoire mache ich noch nicht, aber Pfad des Winters. Do it! Vielleicht solltest du das schneller casten. Nice. Pain is real! Your hurtful visit upon me is the self-same pain I once inflicted. Komm, an seinem Herz, an seinem Herz! Ich bin so klein! We must get at its heart. Mind those wingbeats. Nein. Es hört sich immer so an, als ob er die Kontrolle gleich über ihn übernehmen würde. So, höre auf deinen neuen Meister. Vergiss es. Oh, ich hab fast nochmal die nächste Leiste. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Shit. Bisschen mehr Ausdauer. Ausdauer für die ganze Gruppe. Gut so. Yes, okay. 2 Punkte. Können wir ihn doch nur runterschmeißen, aber er kann doch fliegen. Wohin willst du ihn runterschmeißen? Oh Gott, er macht irgendwas. Ich muss hinter dem Stein Deckung nehmen, bestimmt. Das Heilung. Nimm das mit. Show that you possess power fit to best me, or your world is forfeit into ruin. Kann ich schneller rennen, ich hab keine Ausdauer, aber lauft, Leute. What is more, it is all by your own choosing. Flüssiger Elan, yes. To offer up shall die as sure as the rest. Goldener Gürtel, was man hier für Sachen findet. Das letzte Mal, als ich diese Gräber gelootet habe, gab es auch haufenweise Zeug.
Das ist echt einfach nur ein Gürtel. Kannst einen Wrestler spielen hiermit. Ich hab nochmal so einige elementare Resistenzen. Wo sollen wir bloß hin? Sehe ich hier nirgendwo einen Weg nach oben? In diesen Turm da? Nee, ich sehe es nicht. Ich hatte gehofft, dass direkt hier irgendwas sein wird zum Hochklettern oder so. Shit. Bewegt euch bitte weg da. Ich will euch nicht. Ich will nicht zurückrennen, euch wiederbeleben müssen. Oh! Tja, Mist. Oh nee, jetzt ist er. Okay. Könnten wir ihn irgendwo herunterschießen? Ja, ich suche auch gerade irgendwie Balliste, irgendwas. Gott, die Musik ist aber auch brutal geil dazu. Ah, da ist es. Hey, du! Oh! Oh! Wir haben dich getroffen. Gedulde dich einen Moment. Gruppe, ihr macht das klasse. Jetzt haben wir sein Herz getroffen. Okay, jetzt mache ich nicht mehr so viel Schaden. Ich glaube, jetzt sollten wir vielleicht irgendwie direkt... alles überbelastet. Aber diese Dinger haben hier so guten Loot immer wieder, deswegen... Oh Gott, was plant der? Oh, weg hier. Oh, er hat tatsächlich irgendeinen Blitzzauber gecastet, dann nach oben wieder. Ach nee, der fängt jetzt einfach so an, Blitzzauber zu casten. Ey, du Hacker! Gib ihm, ich kann nicht an ihm hochklettern. Shit. Ist er wieder abgehoben? Nein. Oh fuck, wie soll man das machen, wenn man nicht 200 Pilze dabei hat? Geht das wirklich über die gesamte Map, das Feuer, oder? Nee, okay. Nein, ich glaube, ich bleibe lieber hier stehen. Oh, fuck, falsche Taste. Ich wollte eigentlich den... Goddammit, ich habe nicht genug Ausdauer, um den ganzen Weg zu ihm zu laufen. Shit. Greif dich an ihm fest. Jetzt aber. Komm, komm, komm. Na also. Jetzt können wir ihn dort... Hau ihn dort, wo es weh tut. Nice. Noch ein Balken. Und er hat mich. Hi. Wir müssen es nochmal machen. Oder auch nicht. Okay. Boah, jetzt kotzt er nur noch die Flammen raus.
Boah, Alter, jetzt wird er langsam echt wütend. Wow. Duf. Aber lass mich noch länger am Sack. Oh, shit. Mit einem Stampf hat er mich runter... Ich habe keinen grünen Lattich mehr. Oh, oh. Das war das, was mich die ganze Zeit am Laufen gehalten hat. Heilt fast alle Schwächungen, aber richtig. Ich weiß, wo ich zuhauen muss. Die Frage ist nur, wie komme ich da am besten hin? Wo bin ich? Ich sehe... Hallo? Wow! Okay. Jetzt müssen wir wieder runterschießen. Okay. Ich weiß nicht mehr, wo er ist. Da war die... Dings. Wenn ich es nicht unbedingt brauche, will ich überhaupt keine Ausdauertränke mehr benutzen. Weil sonst fehlt mir das total für den eigentlichen Kampf. Ich habe echt das Gefühl, dass der gesamte Kampf umsonst sein wird. Weil irgendwann werden mir die Heiltränke ausgehen und ich pumpe die schon wie ein Wahnsinniger, die Dinger. War. Oh, er hat das Ding zu Kleinholz verarbeitet hier. Fuck. Hier sind noch Grünlattiche. Saft. Ich muss alles aufsammeln, was ich hier finden kann gerade. Shit. Ich habe nicht gesehen, dass er das Ding kaputt gemacht hat. Mist. Da hinten könnte es noch irgendwas geben. Da sind auch nochmal so Steine und so ein Weg, der nach oben führt. Jetzt scheint er wieder unten zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die gesamte Gesundheitsleiste von dem abziehen muss. Komm. Oh, da hat er mich schnell weggekriegt. Okay. Ich glaube, er lässt mich nicht mehr so leicht an sein Herz ran. Ja. Shit, die haben nichts zum Heilen. Ich hab diesen Heilbrunnen noch, aber... Jetzt ist er unten. Oh, danke für den Follow. Ich sehe nichts. Ich bin im Stress. Low Crash, danke. Wie kann man nur so viel aushalten? Fucking Christ. Der bläst mich mit allein mit seinen Flügelschlägen weg, ey. Oh Gott, sie sind alle... Oh, fuck. Oh, one hit! Oh nein! Really? One hit? Ich dachte, vielleicht würde ich einen Schlag aushalten. Fuck! Mann, hat er gespeichert? Ich hatte 700 irgendwas Leben. Ich hatte gehofft, dass ich einen Schlag aushalte. Oder einmal kurz mit einem Feuer drüber. Ne. Scheißendreck. Instant-Tod. Fuck, okay. Ich darf mich kein einziges Mal treffen lassen von seiner Flammenattacke. Okay. Letzter Versuch, weil ich wollte nur bis 11 machen und ein Versuch dauert 30 Minuten, deswegen... Es dauert ein bisschen. Fuck.
some reason. You have chosen your path. Oh, warum bin ich nicht mehr drin? Vielleicht muss ich das alles mit dem Bogen machen, weil ich das besser... Vielleicht auch nicht. Halt dich fest. Wo bin ich? Ich bin in ihm drin? Nein, ich bin hier. Shit. Oh Gott, er hat wieder diese Dinger. Yes, es ist Maria. Okay. Versuch nochmal. Ich hab das hier. Du castest so langsam. Oh Gott. Das wäre fast wieder Game Over gewesen. Wie bin ich da hingekommen? Ich glaube, manchmal rutscht man durch ihn durch oder so. Lass los, du musst weiter nach rechts. Komm. Ja. Lass los. Übersicht nicht vorhanden. Fuck. So, ich brauche einen anderen Winkel. Ich habe das letzte Mal bin ich nicht richtig rangekommen. Ich muss von vorne. Der hält eigentlich total wenig aus, wenn man ihm wirklich so von Anfang an mit den Attacks volle Kanne nur aufs Herz gibt. Warte. Bleib hier. Runter mit dir. Komm, halt dich fest, fang dich. Warum? Jetzt. Also. Oh, und jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Erstmal hänge ich die ganze Zeit nutzlos rum und dann habe ich keine Ausdauer mehr. Shit. Okay, erste Luftphase jetzt. Wir wissen, was wir jetzt zu tun haben dieses Mal. Aber allein die Musik, ey, ich hab die ganze Zeit schon Puls auf 180. Ah. Okay.
axis about which the world turns arisen. Time itself flows with your footsteps. Show that you possess power fit to best me, or your world is forfeit unto ruin. And what is more, it is all by your own choosing. The one you refuse to offer up shall die as sure as the rest. Maul halten da oben. It is a loft? Komm, Herz in meine Richtung, bitte. Bleib stehen. Komm, 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 komm. Voll daneben. Er ist schneller als geschätzt. Deutlich schneller. Ich muss das machen, kurz bevor er bei mir ist, damit der Bolzen ihn noch richtig erreichen kann. Nord Cerberus heilt sich gerade noch so da unten hoch. Komm einmal auf mich zugeflogen, damit ich dein Herz sehen kann. Oh, jetzt! Oh, ich brauche viel zu lange, um zu ihm rüberzukommen. Komm, 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 komm. Und er ist wieder hochgekommen. Shit! Hefte dich an ihn! Bitte nicht wieder ein Instant-Kill. Ich hab keine Ausdauer mehr. Und ich hab keine Pilze mehr. Hatte er noch Pilze? Zu dem Zeitpunkt? Nee, ne? Das ist mal Betty. Das Steak stellt auch wieder Ausdauer her. Hallo, beweg dich. Shit. Kann gleich mir noch irgendwas reinhauen. Habe ich irgendwas zum grünlattig kombinieren? Nee, natürlich nicht. Abwehr wiederherstellen. Personen löschen, die Feuer gefangen haben? Nee. Ausdauer für die ganze Gruppe. Fucking. Ja. Damn it. Ich frag mich, wie das Rykros machen will auf schwer. Fucking. Naja, immerhin, das darfst du dann wirklich Bossfight nennen. Ja, ja, ich besuch gerade, aber ich bin noch damit beschäftigt, hinzufallen. Okay, okay. Ja. Ausdauer.
Ist er abgehoben? Nee. Nicht nochmal irgendwo flüssigen Elan gefunden? What is going on? Ich sehe nicht mehr. Ich frage mich immer, wenn sie sagen, ein Opening, wo seht ihr hier Openings? Seid ihr verrückt? Pilz noch. Oh, er blutet. Das heißt, jetzt fällt er wieder vorne über, oder? Nicht? Shit, ich dachte, das wäre vielleicht das Zeichen dafür, dass er nach vorne umklappt. Oh nein. Alles leuchtet orange. Shit. Oh Gott, nicht in One Hit. Ha. Fuck. Lass ihn in Ruhe. Warte. Das hat weniger gebracht als erwartet. Beaststeak. Oh shit. Ich wollte mit Escape schnell das Inventar schließen und sofort auf die Alt-Taste gehen. Stattdessen habe ich rausgetappt. Mit der Alt-Taste, damit ich weiterhin meine Special Skills mit dem Bogen anwenden kann. Fällst du jetzt mal hin? Fuck! Ich habe erst drei Balken! Ich habe das Gefühl, ich hätte mehr Sammelquests machen sollen? Jesus fucking! Selbst wenn ich alles schlucken werde, was ich habe, wird es nicht reichen. Cerberus, ich kann gerade nicht, aber ich sollte. Du bist mein Magier. Du heilst. Ah, shit. Ach, keine Heiltränke mehr. Fuck. Also keine Lattiche mehr. Ich kann mich nicht an ihn festheften. Fuck. Zu schnell, zu groß, zu stark. Jesus. Da. Nein! Das ist, wenn wir bald erst die Hälfte haben. Psst. Keine Grünlattiche mehr.
Nein. Sammel es doch auf. Schwank, schwank. Ich kann mich nicht... Sacklonge. Wo bin ich? Wo bin ich? Oh mein Gott, zu schnell! Okay, warte. Oh, nein! Nicht zu einem einzigen Schlag gekommen, hat mich sofort weggegrabt, als ich sein Herz erreicht habe. Shit. Ich hätte einen Waldläufer mitnehmen sollen, glaube ich. Das wäre jetzt perfekt gewesen als Waldläufer, ja. Einfach ins Herz reinballern. Darf ich ihn da richtig? Gut. Warum willst du nicht nochmal zusammenbrechen? Okay, wir haben noch einen Punkt. Wir haben über die Hälfte. Wir haben zum ersten Mal über die Hälfte. Ich brauche noch gar nicht aufzuatmen, ey. Es war noch nicht alles. Oh nein. Schnell Heilung. Seid ihr alle durch den Luftzug gestorben? Oh, er lädt Feuer auf. Nein! Shit, was für eine Range. Steh auf. Gibt es irgendeinen Weg, dieser Hand auszuweichen? Fuck. Warum, wo kletterst du hin? Komm. Nein, nein. Nicht 20 Mal das Bein umrunden! Du sollst dieses Herz schlagen! The fucking... Er hat mich wieder runtergerissen. Fucking Christ! 20 Mal ums gleiche Bein rumgerannt. Ich glaube, es hackt, Mann. Shit. Nein! Lass mir doch eine Chance, wenn ich schon mal dran klebe.
ich muss mich voll heilen. Ich kann nicht riskieren, wieder so. Ah, Bombastik ist schon wieder tot. Shit. Wo bin ich gerade? Ich bin irgendeine Achsel von ihm abgerutscht. Ja, fuck. Okay, jetzt Bombastik-Rettungsaktion. Ich muss mich heilen wieder. Oh Mann, wie unfair! Meine Fresse! Ich hefte mich an ihn dran und dann fliegt er mit mir in die Luft und von ganz oben falle ich runter und sterbe. Oh mein Gott, es lief so gut. Er hatte noch 2,5 oder 3 Balken gehabt. Oh Mann. Ich hasse billige Tode. Wenn ich etwas hasse, sind das billige Tode. Wie es aussieht, hatte ich mich genau in dem Moment dran geheftet, als die Animation angefangen hat, dass er in die Luft fliegt. Und dann hat er mich irgendwie. Dann bin ich irgendwie automatisch abgedingst. Ich glaube, ich probiere es morgen weiter. Oder am Montag oder so. Weil ich habe auf die Uhr geguckt, um 23 Uhr oder so haben wir angefangen. Jetzt ist 23.20 Uhr und es war immer noch nicht tot. Das war blöd. Schade. The hour for turning back is past. The world will have its answer. You or me. Death or life beyond. If you would gain all... Okay.